Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, einen schmalen Kühlschrank für Kastenwagen, aber es geht nicht um diesen Kühlschrank oder indirekt, sondern um die Vorrangschaltung. Dieser Kühlschrank läuft 12 und 24 Volt, wie die meisten unserer Geräte. Und hinten dran sitzt die Kühlmaschine und hier sitzt drin ein 50K. Das ist also ein Kompressor mit dem natürlichen Kältemittel R600A und dieser läuft auf 4400 Umdrehungen. Es ist der gleiche Kompressor wie der 35er. Der 35er läuft aber Maximum auf 3500 Umdrehungen. Und über die Drehzahl wird eigentlich mehr Leistung aus dem Kompressor oder aus dem Kühlsystem rausgeholt. Es gibt diese Box hier, die geht für den 35er, aber die maximale Drehzahl von dieser Box hier, also dieser Steuerelektronik, ist 3500 Umdrehungen. Also das heißt, wenn ich solch einen Kompressor habe, funktioniert das nicht, hier die Steuerung ersetzen und Punkt, wir haben's, sondern es gibt keine Steuerung dafür, die auf 12 Volt, 24 Volt und 230 Volt läuft mit der hier geforderten Drehzahl von 4400 Umdrehungen. Zweitens kommt es dazu, Lieferprobleme von diesen Steuerungen. Ja, es ist einfach schwierig, sage ich mal dezent. Secop sagt mir, ja, wir können dir keinen Liefertermin geben. Also, du kannst bestellen, aber wir liefern dann irgendwann. Jetzt dieser Kunde, der diesen Schrank will, will trotzdem eine Vorrangschaltung. Jetzt haben wir diese Box hier, die hat hier einen Stecker. Eingang 12 bis 24 Volt Vorrang und hier den Abgang auf den Kompressor. Wir schauen uns nachher an. Das ist noch die erste, die ist zu klein, habe ich schon mal vorgestellt in einem Video. Neu sind die Boxen so groß, weil wir brauchen mehr Platz für die Kühlung. Aber wir bringen diese Box auch hier irgendwo unter. Wir können sie unten hin machen. Irgendwo diese Box an die Rückwand vom Kühlaggregat. Und dann habe ich diese LED-Netzgeräte. Man sieht, das hat eine spezielle Bedeutung. LED löst ein Desaster. Nee, mache ich euch einen Link am Schluss. Ich habe dann hier 230 Volt zum Einstecken. Und dieser Stecker passt hier hinten drauf. Und so habe ich eine Vorrangschaltung 230 Volt. Nur, jetzt muss ich das nochmal ausstecken. Also wir sehen hier die Box, die ist hier mit seinen vier Kabel angemacht. Die ist noch nicht beschriftet, noch nicht. Wir sind immer noch ein bisschen in der Entwicklungsphase. Wir haben hier das Anschlusskabel, das geht hier auf... Minus, mit ein bisschen... Schmatzes. Und hier haben wir solch einen Doppelstecker. Der ist hier jetzt nicht nötig, weil er nimmt die Leistung von hier unten ab. Und hier bei dieser Box haben wir den gleichen Stecker, also rot auf rot. Der kommt hier dann auf das Plus, also hier auf das Plus. Und das schwarze Kabel kommt hier. Und dieses Anschlusskabel, das kommt weg. Und hier kann ich dann die Kühlbox über 12 Volt anschließen, wie gehabt. Und jetzt kommt diese Box hier. Diese stecke ich dann hier ein. Und drüben auf 230 Volt. Dann gibt es ein leichtes Klacken. Diese Leitung hier wird abgetrennt, das heißt, der Kühlschrank läuft dann nicht mehr über
diese Zuleitung, sondern hier nur noch über dieses Netzgerät. Und das Netzgerät, das muss ich hier hinten irgendwo verstauen. Und so habe ich bei diesem Gerät eine Netzvorrangschaltung. Es gibt noch ein rechtliches Argument. Dieses Gerät hier, das läuft ja jetzt über 230 Volt. Somit ist es energielabelpflichtig. Zum Beispiel so ein Teil hier. Kann ich hier dran machen. Ob das A ist oder nicht, weiß ich nicht, weil das muss dann berechnet und zertifiziert werden. Deswegen kostet das Geld. Und wir schauen ja, dass wir die Geräte vernünftig preislich anbieten können. Das ist ein anderes Thema. Aus dem Grund hängen wir das Label wieder hierher. Das brauchen wir nicht. Ihr wollt ja einen Kühlschrank, der wenig Strom braucht und nicht ein Zertifikat hat. Also heißt, um das Ding auf 230 Volt zu betreiben, dann könntet ihr das Teil zu Hause in der Wohnung betreiben. Und dann müsste es anders zertifiziert werden wie im Wohnwagen. Was ihr damit macht, ist ja eigentlich egal. Aber die Zertifizierung, die ist wichtig. Wir müssen ja all diese studierten Leute, die studiert haben, beschäftigen. Und so habe ich hier eigentlich ein 12 Volt gedreht und hier das Teil hier als separates Teil für unseren LED-Scheinwerfer. Hier habe ich so einen LED-Scheinwerfer, kennt ihr vielleicht? Gibt es als Arbeitsscheinwerfer, kostet 5 Euro. Aber dieser ist ganz speziell, der kostet 150. Der hat hier nämlich so einen ganz speziellen Stecker. Per Zufall ist das der gleiche Stecker, wie hier dran ist. Nee, das ist so. Das ist kein Zufall, sondern dieser LED-Scheinwerfer hat ein Netzgerät dazu. Dieser Stecker ist per Zufall auch der gleiche wie an unseren Kühlboxen. Und auch ein ganz komischer Zufall, dieses passt hier rauf. Und so haben wir hier, ja, per Zufall einen Checker gefunden. Aber dieses Gerät ist ja nur 1224 Volt und nicht 230 Volt. Durch das umgehen wir diese Zertifizierung, die sowieso nichts aussagt über den Energieverbrauch. Also es sagt schon was aus, aber nicht wie viel das es braucht. Ja, und so haben wir ein 12-Volt-Gerät mit automatischer Umschaltung. Das heißt, in Zukunft, wenn wir zum Beispiel das Problem haben, dass wir hier eine stärkere Kühlmaschine haben oder dieses Gerät aus liefertechnischen Problemen nicht kommt oder es wir aus gesetzlichen Gründen, weil wir eine Zertifizierung brauchen, nicht einbauen können, und ihr bestellt das mit der Option A für automatische Vorrangschaltung, dann gibt es die Box. Hier hinten ist 1224 Volt. Und dann schenken wir euch noch so ein Netzgerät dazu, wenn ihr das Kästchen hier bestellt. Aber dieses Netzgerät ist wie gesagt nur für LED-Scheinwerfer. Löst ein Desaster. Hier verlinke ich euch das LED-Scheinwerfer-Prinzip. Und hier unten diesen Kühlschrank hier. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.